Guten Tag, mein Name ist Jürgen Klusmann. Ich bin Studienleiter an der Evangelischen Akademie im Rheinland für Politik, Dialog und Vielfalt. Gemeinsam mit einem Vorbereitungskreis hat die Akademie einen Studientag zum Ukraine-Krieg organisiert, in Frieden über den Krieg reden. Und dabei haben wir uns mit drei verschiedenen Ebenen befasst: einmal der Friedensethik, dann dem Völkerrecht und zu guter Letzt der Politik. Das Ganze wurde in Form von Zwiegesprächen geführt von Expertinnen und Experten, und wir zeigen Ihnen diese Zwiegespräche jetzt. Ein paar kurze Worte zu unseren beiden Referierenden. Professor Rainer Anselm, Professor für systematische Theologie und Ethik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten vielfach zur Friedensethik und zur friedensethischen Debatte geäußert. Ihm ist es ein Anliegen, dass der Protestantismus, die evangelische Kirche, pluralitätsfähig ist. Ganz herzlich willkommen Ihnen. Und Frau Gabriele Scherle, ehemals Pröbstin der Region Rhein-Main in der Hessen-Nassauischen Kirche, auch ehemalige Friedenspfarrerin der Hessen-Nassauischen Kirche und Mitglied im Vorstand der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Ich freue mich sehr auf Ihre Beiträge und würde Ihnen, Frau Scherle, nun das erste Wort geben. Ja, vielen Dank. Ich sage auch guten Tag Ihnen allen und bedanke mich für die Einladung. Ich will zuerst meine Sprecherinnenposition markieren, um verständlich zu machen, woran mir friedensethisch liegt. Ich bin, wie schon gesagt, seit 3 Jahren Vorstandsmitglied der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und war dies auch schon einmal zu Beginn der 1980er Jahre. Daraus leiten sich 3 grundlegende Perspektiven ab. Erstens, die ASF leistet seit ihrer Gründung 1958 aktive Friedensarbeit durch die Dienste ihrer Freiwilligen. So hatten wir in den letzten 20 Jahren immer Freiwillige in Russland, Belarus und in der Ukraine. Unsere Partnerorganisation in allen 3 Ländern, so auch die in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete russische Organisation Memorial, fordern uns heute auf, die Ukraine militärisch gegen den russischen Angriffskrieg zu unterstützen. Die zweite Erkenntnis kommt ganz persönlich aus meiner Mitwirkung an der ersten großen Friedensdemonstration am Bonner Hofgarten am 10.10.1981. Damals gab es ähnliche Diskussionen wie heute. Die Demonstration wandte sich gegen die gefährliche Stationierung von Mittelstreckenraketen in West und Ost. In Klammer gesprochen, Organisationen aus dem Umfeld der DKP hatten damals vergeblich versucht, eine anti-amerikanische Ausrichtung der Demo durchzusetzen. Manches erinnert heute daran, wenn die NATO und die USA als die eigentlichen Kriegstreiber gesehen werden. Es fällt auf, dass dann die Ukraine als Subjekt gar nicht mehr vorkommt. Die dritte Perspektive hat grundsätzlich mit Aktion Sühnezeichen zu tun. Wir nehmen die Perspektive der Opfer ein und tun dies auch dadurch, dass wir darauf bestehen, dass Täter und Täterinnen klar benannt und verantwortlich gemacht werden. Ohne Verantwortung für Täterschaft kann es keinen Frieden geben. Oder mit den Worten des Friedenspreisträgers, der hieß Chardin, ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Und deshalb empfinde ich es als Zumutung, wenn aus der Perspektive der Zuschauenden das ukrainische Schreien nach Gerechtigkeit abgeurteilt wird. Und nun zu meinen 3 friedensethischen Konsequenzen, die ich Ihnen aus dieser Perspektive für heute vorstellen möchte. Eine friedensethische Vergewisserung muss meines Erachtens nach der Verengung
auf eine vermeintlich eindeutige Botschaft vom prinzipiellen Gewaltverzicht auf der EKD-Synode 2019 neu zur Kenntnis nehmen, dass die biblischen Texte nicht ein, sondern drei Modelle anbieten, die in der Geschichte der Kirche Wirkung entfaltet haben. Eine kurze Erinnerung. Wir haben ohne Frage die Tradition eines prinzipiellen Gewaltverzichts, der sich an bestimmten Aspekten der jesuanischen Praxis orientiert. Dies war und ist als ein sehr deutliches christliches Glaubenszeugnis zu verstehen. Keinesfalls aber als einen Anspruch, das Gemeinwesen auf diese Haltung zu verpflichten. Die zweite Tradition ist die der heiligen Gewalt. Sie ist in den biblischen Texten so klar erkennbar, weil viele dieser Texte von den Rachepsalmen bis zu den apokalyptischen Texten in den Evangelien und im Buch der Offenbarung ihre Hoffnung dadurch zum Ausdruck bringen, dass Gott die Mächte des Bösen, des Todes und der Sünde vernichtet und das Leiden der Opfer vergilt. Diese Texte aus der Perspektive der Unterdrückten, die nur noch Gott als Adressaten kennen in ihrer Verzweiflung, können jederzeit von Herrschenden missbraucht werden. Wie etwa, wenn der Putin-vertraute Dmitri Medvedev die Ukraine schnell und hart mit dem jüngsten Gericht überziehen will. Die dritte und mit Abstand die wichtigste Tradition aber ist die der Begrenzung von Gewalt. Der biblische Realismus sieht die Welt voller Gewalttat, so die Genesis, und rechnet auch mit der Möglichkeit, dass das Trachten des menschlichen Herzens böse von Jugend an ist. Das ganze Christusgeschehen wird auf diesem Hintergrund als Heilshandeln Gottes interpretiert. Die Gewalt triumphiert am Kreuz nur vordergründig, denn Gott bricht ihre Macht mit Auferstehung und Neuschöpfung. Bis Christus kommen wird, zu richten die Leben und die Toten, ist es die Aufgabe von uns Christenmenschen, Mitverantwortung auch für die Begrenzung von Gewalt zu übernehmen, notfalls auch durch den Einsatz von rechtserhaltender Gewalt. Ich komme zu meiner zweiten friedensethischen Konsequenz. In der Tradition der Begrenzung von Gewalt ist meines Erachtens auch die Aussage der Gründungsversammlung des ÖRKs in Amsterdam 1948 zu verstehen. Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Dieser Satz sollte zum einen keinesfalls den Krieg der Alliierten gegen Hitler-Deutschland nachträglich delegitimieren. Zum anderen war er gegen eine mögliche nukleare Kriegsführung gerichtet. Nicht aber gegen die damalige Situation, sich gegen koloniale Mächte und imperialistische Angriffskriege auch mit militärischen Mitteln wehren zu müssen. Denken Sie an das spätere Antirassismusprogramm des ÖRKs von 1969. Es war von daher konsequent, sich im Raum der EKD friedensethisch auf die Komplementaritätsformel zu verständigen. Es gebe einen Friedensdienst mit und ohne Waffen. Meine dritte friedensethische Konsequenz. Der Versuch mit der EKD-Denkschrift von 2007, den gerechten Frieden als Leitbild auszurufen, hat seine Schwäche darin, dass eine ethische Überforderung erzeugt wurde. Aus Gottes Frieden leben zu können, ist in der Denkschrift zu Recht als Glaubenshorizont markiert. Daraus aber lässt sich nicht umstandslos ein politisches Leitbild machen, in dem alle Spannungen zwischen den ethischen Anliegen aufgehoben werden könnten. Der Begriff gerechter Frieden kann auch die entscheidende Sicherheitsfrage, die Klimakrise, nicht einbeziehen. Gewalt, Not, Unfreiheit, Umweltzerstörung und Unsicherheit zu minimieren, ist etwas anderes als der Anspruch, einen gerechten Frieden zu schaffen. Was wäre das denn für ein politisches Ziel im Blick auf die Ukraine?
Und damit komme ich zum Schluss. Christliche Ethik ist heute meines Erachtens hat eine doppelte Aufgabe. Sie muss Menschen in der Christengemeinde und in der Bürgergemeinde davor schützen, sich ethisch zu überfordern. Weder der gerechte Frieden noch die Bewahrung der Schöpfung liegen doch in unseren Händen. Sonst droht das Engagement entweder in apokalyptischen Größenwahn oder aber in apokalyptische Verzweiflung umzuschlagen. Zum anderen kann christliche Ethik, und das ist das Gute, zum konkreten Handeln ermutigen, weil sie sich dem Gott anvertraut, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Soweit mein Beitrag. Herr Anselm, bitte übernehmen Sie weiter. Ja, das mache ich gern. Ich habe drei Punkte und ich habe auch eine kleine Bildschirmpräsentation, die ich einfach freigeben würde. Dann können Sie nicht nur immer auf mich gucken oder auf schwarze Kacheln, sondern auf etwas mitlesen. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Was möchte ich darlegen? Ich möchte ganz schnell sagen, wie stellt sich die evangelische Friedensethik heute da, wie stellt sie sich noch da, denn dass es einer Revision, eines vielleicht Weiterdenkens bedarf, ist, glaube ich, deutlich geworden, auch wenn ich nicht denke, dass es eine grundsätzliche Revision braucht, aber doch bestimmte Neujustierungen. Da kann ich mich an das ganz schon mal anschließen, was Frau Scharle gesagt hat. Ich möchte ganz kurz auch nochmal aufnehmen, in ein bisschen eine Präzisierung und weiterführen dessen, was Sie schon gehört haben, wo Reflexions- und Veränderungsbedarf steht und dann in einem dritten Punkt ein paar Impulse so dafür, wie ich mir vorstelle oder wo ich mir vorstellen könnte, dass wir Neujustierungen, Weiterentwicklungen benötigen. Das ist eigentlich ein bisschen Eulen nach Athen tragen, aber ich glaube, um dass die Probleme nochmal auch in einen größeren Kontext einordnen und verstehen zu können, ist wichtig, dass man sich klar macht, dass dass für die evangelische Friedensethik im Grunde der konziliare Dreiklang Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung zentral ist. Und Sie wissen das aus den Debatten, dass die Anordnung dieser Trias Gegenstand intensiver Kontroversen ist. Vor allem das Verhältnis von Frieden und Gerechtigkeit ist bleibend umstritten gewesen und ist es auch umstritten, wird jetzt häufig durch so Prozessformulierungen oder durch Wegformulierungen aufgenommen. Aber für die innerprotestantische evangelische Theoriebildung in Deutschland kann man, glaube ich, diese an oder muss man die Anordnung Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung mit Gerechtigkeit als Scharnierbegriff besonders in den Vordergrund stellen. Dieser Gedanke wird in zwei Richtungen ausbuchstabiert, die der Gerechtigkeit, nämlich einmal im Blick auf die Verbindung Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Das ist in den jüngeren Wortmeldungen und Stellungnahmen, gerade auch insbesondere vor dem Hintergrund der Klimaherausforderungen, stärker akzentuiert worden. Nachhaltiger Frieden geht nur, wenn wir zu einem nachhaltigen Umgang mit der Natur und damit eben zur Bewahrung der Schöpfung kommen. Und auf der anderen Seite wird der Gerechtigkeitsbegriff sozusagen ausbuchstabiert durch die Korrelation von Frieden und Recht. Das hat Frau Scharle im Blick auf die Ukraine auch schon etwas angedeutet, nämlich Frieden ist nur dann möglich, wenn die internationale Rechtsordnung in Geltung steht. Der christlich gebotene Einsatz folgt dann dieser Bindung an das Recht, dass man nämlich sagt, eigentlich, also alle internationalen Aktivitäten, friedenssichernden Aktivitäten müssen der Rechtssicherung dienen und hier verwischt im Grunde genommen in Aufnahme von Karl Friedrich von Weizsäcker geprägten Stichwort von der Weltinnenpolitik eine
innenpolitische und eine außenpolitische, eine innenpolitische und eine sicherheitspolitische Perspektive, indem man eben sagt, eigentlich muss alle Handlungen der muss rechtsgebunden sein und der Rechtserhaltung dienen. Dazu später nochmal mehr, hier nur so viel, dass militärische Gewalt rechtserhaltende Gewalt sein muss und sich dementsprechend auch nur innerhalb strenger völkerrechtlicher Kriterien, kriegsrechtlicher Kriterien, also bewegen muss. Es ist also keine Eigenlogik, sondern es muss eigentlich eine Außensteuerung geben, eine Grundlage, die für das Handeln der Bundeswehr von ganz zentraler Bedeutung ist, wenn man so will, ist die Bundeswehr dadurch gekennzeichnet, dass sie sehr stark versucht, diesen Gedanken der Rechtsorientierung und der Rechtsbindung auch in all ihre Strukturen hineinzubringen. Das wird oftmals karikiert von denen, die einen pragmatischeren Zugang fordern. Ich finde aber, man sollte das ganz besonders stark machen und dann aber auch sich zügeln, wo die Bundeswehr mit einem gewaltorientierten Militarismus gleichgesetzt werden droht. Das passiert ja in kirchlichen Kreisen auch immer wieder. Hier würde ich sagen, gibt es eine ganz starke Koinzidenz von dieser Rechtsorientierung und auch den inneren Strukturen der Bundeswehr. Wichtig, was aber auch noch ist, was man festhalten muss, dass Umweltpolitik in dieser Perspektive Friedenspolitik ist. Das ist insbesondere in der Kundgebung der Dresdner Synode, der Friedenssynode von 2019, nochmal deutlich akzentuiert worden und wird auch immer wieder hervorgehoben. Ich habe es schon gesagt, es gibt eine Fokussierung der Rechtsordnung und die Bundeswehr oder militärische Einsätze werden dann gesehen als nach dem Motto oder nach dem Vorbild einer internationalen Polizeigewalt. Es ist vollkommen klar, dass eine Polizei nicht auf Massenvernichtungsmittel zugreifen kann, dass sie auch nicht einzusetzen hat. Und deswegen ist es, glaube ich, konsequent, dass sich aus dieser Rechtsorientierung eine äußerst skeptische Sicht der nuklearen Teilhabe ergibt, eins der Felder, über die wir nachdenken müssen und über die wir nochmal auch so, wo wir nochmal über die Bücher gehen. Deswegen habe ich es extra hier nochmal hervorgehoben und auf die Folie genommen. Interessant ist, dass in der Friedensethik der Gedanke der Landesverteidigung nahezu vollständig zurückgetreten ist hinter dem Gedanken des Aufrechterhaltens einer internationalen Rechtsordnung. Auch das möchte ich nur markieren als eine Problemlage. Es gibt dann bestimmte Initiativen, die kennen Sie auch, die eine weitgehende Demilitarisierung Deutschlands fordern oder favorisieren oder favorisierten. Und die ins Zentrum setzen, Sicherheit grundsätzlich nicht militärisch zu konzipieren, sondern über Kooperationsstrukturen dazu zu gelangen. Auffallend ist, dass in der ganzen Friedensethik eigentlich die Fragen der inneren Stabilität kaum thematisiert werden. Es wird eigentlich immer davon ausgegangen, dass Frieden etwas ist, was von einem befriedeten Land ausgeht, also dass sozusagen die innenpolitische Dimension der Frage kaum thematisiert wird. Das finde ich deswegen ganz spannend, weil, das ist ja jetzt schon zweimal angeklungen, der Einsatzpunkt oder der lebensweltliche oder lebensgeschichtliche Bezugspunkt für viele, die sich in der Friedensfrage engagieren, die Nachrüstungsdebatte mit der starken inneren Polarisierung gewesen ist. Auch da möchte ich nur kurz darauf hinweisen. Es ist vielleicht schon ein bisschen durchgeklungen, ganz schnell, wo sehe ich Reflexions- und Veränderungsbedarf? Ich glaube, das, was uns eigentlich verunsichert und wo die zentralen Reflexionsfragen jetzt aufkommen. Das ist nicht an der Stelle zu sehen, dass wir hier eine Rückkehr des Krieges nach Europa haben. Das ist eine sehr, sehr deutsche Perspektive, die man so, glaube ich, nicht aufrechterhalten sollte. Auf jeden Fall kann man sie so nicht aufrechterhalten. Kriege hat es auch in Europa vorher schon gegeben. Entscheidend ist aber,
die Erfahrung, dass es hier eine neue Form des Imperialismus gibt, bei der militärische Aggression zur Durchsetzung eigener Interessen und Ideologien genutzt wird. Und das scheint mir der eigentliche Problempunkt zu sein, unter einer Inkaufnahme beziehungsweise unter einer eigentlich angekündigten, dezidierten Absage an eine rechtebasierte internationale Ordnung. Was das eigentlich heißt, auf allen Seiten, das Zurücknehmen der Gedanken einer rechtebasierten Ordnung, das muss man, glaube ich, das ist der große Aufschlag, an dem wir weiterdenken müssen, weil das die Grundfesten dieser Rechtsorientierung der Friedensethik in Frage stellt. Und das ist eben in einer ganz zentralen Spannung zu dem Gedanken, dass diese internationale Rechtsordnung eigentlich etwas ist, was allen Menschen guten Willens einsichtig sein müsste, und zwar als die eine Rechtsordnung. Darüber müssen wir stärker reden. Und in einem Seitengleis, glaube ich, gibt es auch noch Reflexionsbedarf gegenüber einem, wie soll ich das sagen, so eine Form von Vulgärmarxismus, Küchenmarxismus vielleicht, der sich eingeschlichen hat in vielen Bereichen. Frau Scherle hat auf die DKP jetzt wirklich in einer etwas stärkeren Weise und nicht als küchenmarxistisch hingewiesen schon. Aber das ist, glaube ich, etwas, wo wir doch nochmal auch nachdenken müssen. Das, was doch hochgradig irritierend ist, ist, dass anders als wir es gedacht hatten, nicht nur ökonomische Interessen, nicht nur der Kapitalismus Probleme hervorrufen und Aggressionen mit sich bringen, sondern dass es ganz manifest Ideen sind, wenn man so will, dass sich Webers Vorstellung gegenüber Marx hier doch als wahrer erweist. Es sind eben nationale Ideologien und Theoreme, die die Aggression maßgeblich vorantreiben, nicht in allererster Linie ökonomische Interessen. Was das bedeutet, auch gerade für das Christentum, scheint mir noch gar nicht so richtig ermessen und erwogen zu sein. Aber das muss, also hier entsteht in meinen Augen ganz, ganz großer Veränderungsbedarf, an dem wir plötzlich feststellen müssen, dass auch Teile unserer eigenen Tradition, nämlich unserer christlichen Tradition in Gestalt einer bestimmten Spielart der russischen Orthodoxie, hier massiv aggressiv werden und dass unsere Vorstellungen vom Christentum als friedenbringende Religion doch ganz maßgeblich in Frage stellt. Gleichzeitig glaube ich, resultieren diese Verunsicherungen aus einer starken Verkürzung der eigenen Tradition. Gerade der Gedanke, dass Androhung und Ausübung von Gewalt, so wie es in der Barmer Erklärung heißt, in der fünften These, dass dieser Aspekt weitestgehend in den Hintergrund geraten war abgenommen oder überstrahlt worden ist durch den Gedanken, wir konnten doch durch eine gerechte, gerecht aufgebaute internationale Wirtschaft, eine gerechte Ressourcenverteilung eigentlich zum Frieden kommen. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass alle Elemente der Gewaltandrohung, also der Abschreckung, neu bedacht werden müssen. Ups. Es ist, glaube ich, schon deutlich geworden, und da kann ich gut an das von Frau Scherle anschließen, das sind auch gleichzeitig meine Schlussüberlegungen. Ich denke, wir müssen uns verabschieden von dem enorm ambitionierten Konzept internationaler Rechtsordnung. Die Friedensdenkschrift und damit die gültige Friedensethik operiert ja nicht mit einem prinzipiellen Pazifismus, sondern kennt den Gedanken der rechtserhaltenen Gewalt. Das ist aber, wie ich schon eingangs gesagt habe, strikt an das internationale Recht gebunden. Dieses internationale Recht ist aber so weit überdehnt, dass der Gedanke der Gerechtigkeit einfach zu weitreichend ist und auf seiner als seine Schattenseite ein neues konfliktgenerierendes Potenzial mit sich bringt, indem man eben sagen kann, das sind ganz unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit, und zwar nicht nur materieller Art, sondern eben auch ideeller Art,
die hier eine Rolle spielen. Die Vermischung einer der Gerechtigkeit als einer jenseitigen Kategorie und einer politischen Ordnung und damit eigentlich selbst der Ideologisierung des Gerechtigkeitsbegriffs zu wehren. Das sind die Punkte, die man als Impuls, glaube ich, aus der evangelischen Ethik jetzt hier nehmen kann. Und das will ich eben explizit nochmal unterstreichen vor diesem Hintergrund, was Frau Schaale gesagt hat. Sie haben schon gesehen und lesen können, wir müssen eben doch auch dessen gewahr werden, dass die Eindeutigkeit dieser Prinzipien nicht nur dadurch unter Druck gekommen ist, dass sich der Westen nicht selbst an sie gehalten hat, sondern auch daran, dass unsere Vorstellungen des Zusammenlebens, von Egalität, von Strukturen einer Gesellschaft, dass die eben so einfach nicht verallgemeinerbar ist, sondern selbst eine partikulare Ordnungsvorstellung hat. Das ist, glaube ich, etwas, was uns ganz, ganz schwer fällt, obwohl wir im Bereich des Religiösen damit ja eigentlich mittlerweile ganz geübt sind. Die universalen Ansprüche mit der faktischen Partikularität zusammenzudenken, gelingt uns das im Blick auf die internationale Ordnung noch nicht. Mein Eindruck ist, dass wir immer sehr stark davon denken, dass eigentlich die Welt dann befriedet wäre, wenn alle so wären wie wir. Aber das verträgt sich nicht mit der Anerkennung von anderen als gleichberechtigte anderen. Deswegen wäre mein Punkt als Alternative an ein sehr viel minimalistischeres Konzept einer internationalen Ordnung zu denken und zu sagen, letztlich brauchen wir eine Ordnung, die das Nebeneinander von verschiedenen Modellen des Zusammenlebens sehr viel besser zum Ausdruck bringt. Und muss man natürlich sagen, das bedarf schon eines Minimums des Rechts, aber es bedarf eben der Abgrenzung, der Sicherung von Einflusssphären. Und horribile dictu, wir müssen eben auch akzeptieren, dass es unterschiedliche Staatsformen gibt und dass die Demokratie nicht die einzig mögliche ist. Aus unserer Perspektive, das würde ich auch für mich selbst mit Nachdruck betonen, die beste, aber nicht die einzige. Und es gibt eben Nationen, es gibt Traditionen, die das nach anderen Maßstäben organisieren wollen. Das war ja auch in unseren Kontexten so. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das immer so bleiben wird, wie wir das im Augenblick sehen. Aber zunächst mal geht es, glaube ich, darum, Pluralität an dieser Stelle zuzulassen. Das hat der Schlussmann ja schon als sozusagen mein Credo gesagt. Wie gesagt, es braucht deswegen trotzdem ein Minimum des Rechts, ein Recht auf Selbstbestimmung und damit ein Recht auf Selbstverteidigung. Und hier in diesem Kontext bleibt auch die Lehre vom gerechten Krieg unverzichtbar. Ich glaube, das hat auch niemand wirklich bestritten, aber nicht als eine Lehre, auf der man die gesamte internationale Ordnung aufbauen kann. Dann kann man langsam, wenn man diesen Minimalismus hat, meines Erachtens weitere Schritte unternehmen. Aber man darf eben diesen Anspruch nicht so überdehnen. Und das, was uns jetzt aber auch, wo wir eben auch friedensethisch uns positionieren müssen, ist eine sorgfältige Abwägung darüber, wie viel Ressourcen wir für das Aufrichten, für das Sichern und Stabilisieren einer Ordnung haben brauchen. Unstrittig, glaube ich, ist eben, dass Soldaten optimal ausgerüstet werden müssen, aber wir müssen eben schauen, dass über dieser Konzentration auf die Ausrüstung der Bundeswehr die zivile Friedensarbeit nicht vergessen wird. Und ich würde sagen, dass wir hier auch eine zentrale Aufgabe haben, die Symmetrie herzustellen. Das wird nicht auf den gleichen Summen rauslaufen, aber eben hier nicht in Alternativen zu denken, ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, den wir friedensethisch bedenken und einzubringen haben. Ich freue mich auf meine beiden Gesprächspartner. Das ist zum einen Professor Dr. Stefan Talmon aus Bonn. Er ist dort Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht. War vor seiner Zeit in Bonn, er ist dort seit 2011 Professor in Oxford und er ist auch Barrister, also ein im englischsprachigen Raum zugelassener Rechtsanwalt, berät Staaten und internationale Unternehmen in völkerrechtlichen Fragen. Die zweite Person, mit der ich diskutiere, ist Niklas Reetz. Er ist Doktorand am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz,
Sein Forschungsschwerpunkt ist das Völkerrecht, dort insbesondere das Recht der bewaffneten Konflikte und des Klimawandels. Er hat Rechtswissenschaften studiert an den Universitäten Bielefeld, Bonn und Georgetown. Wir haben verabredet, dass die beiden einen sehr knappen Einstiegsimpuls geben. 3 bis 5 Minuten habe ich vorgeschlagen, dass wir danach noch etwas Zeit für das Gespräch und Rückfragen aus dem Plenum haben. Herr Reetz, darf ich Sie bitten, anzufangen? Gerne. Vielen Dank für die freundliche Einleitung, Herr Mielke. Also die Leitfrage unseres Gesprächs ist ja, wie das Völkerrecht weiterhin die Richtschnur sein kann. Und das würde ich vielleicht zu Beginn gern einmal kurz in 2 Fragen aufbrechen, die meines Erachtens da zentral sind. Und zwar ist es zum einen die Frage, was das Völkerrecht für den Konflikt bedeutet. Eine Frage, die ja häufig Gegenstand politischer und auch zivilgesellschaftlicher Diskurse ist. Zum anderen aber auch die Frage, was der Konflikt denn eigentlich für das Völkerrecht bedeutet. Eine Perspektive, die vielleicht eher in akademischen Debatten häufig beleuchtet wird. Und meines Erachtens ist es wichtig, diese Fragen beide zusammen zu betrachten, um nur so in Kombination dann beantworten zu können, wie das Völkerrecht letztendlich weiterhin die Richtschnur sein kann. Und das möchte ich zu Beginn einmal ganz kurz für einen völkerrechtlichen Aspekt des Konfliktes und einen des Friedens machen. Bei dem Konflikt ist es natürlich so, dass der russische Angriffskrieg gegen das Gewaltverbot, also eine ganz zentrale Norm des völkerrechtlichen Systems, verstoßen hat und damit dann auch wieder die Frage nach der Geltungskraft dieses Gewaltverbots aufgeworfen hat. Da ist es, denke ich, aber wichtig, sich nicht nur auf diese einzelne Norm des Gewaltverbots zu fokussieren, sondern auf das völkerrechtliche Normregime, das sich um diese Norm herum spannt, zu konzentrieren. Und da muss man feststellen, dass in Reaktion auf einen solchen Gewaltakt, einen Verstoß gegen das Gewaltverbot, es eine Präferenz völkerrechtlich für eine multilaterale Reaktion, insbesondere eben durch den UN-Sicherheitsrat, gibt, die dann das Gewaltverbot wiederum durchsetzt. Da sehen wir natürlich aktuell eklatante politische Hürden. Allerdings ist das nicht die einzige Norm, die sich um das Gewaltverbot herum aufspannt. Und insbesondere ist eben auch das Selbstverteidigungsrecht zentral, was in der UN-Charta explizit einem Staat das Recht zuschreibt, sich zu verteidigen für den Fall, dass der Sicherheitsrat eben nicht aktiv wird. Und die Ukraine übt hier ihr Selbstverteidigungsrecht aus. Das heißt, wir sehen momentan, dass zwar auf der einen Seite der russische Angriffskrieg eklatant gegen eine völkerrechtliche Norm verstößt, auf der anderen Seite die Reaktion der Ukraine allerdings eine andere Norm auch ausübt und bestätigt und damit auch das völkerrechtliche System hier eine gewisse Bestätigung erfährt, meines Erachtens. Und da kann man dann, denke ich, daraus auch herleiten, dass es eben zentral ist, die Ukraine in der Ausübung dieser Selbstverteidigung zu unterstützen, um soweit möglich einen gewissen multilateralen Aspekt zu gewährleisten und gleichzeitig damit eben auch die Durchsetzung des Gewaltverbotes zu unterstützen. Wenn man sich jetzt von diesem völkerrechtlichen Aspekt des Krieges hin zum Frieden wendet, ist es, denke ich, weiterhin sinnvoll, auf das Selbstverteidigungsrecht als Ausgangspunkt zu schauen und sich zu vergegenwärtigen, welche Reichweite dieses Selbstverteidigungsrecht denn eigentlich hat. Und da ist es wichtig, denke ich, zu sehen, dass der Ukraine eben das Recht zukommt, ihre Souveränität und ihre territoriale Integrität vollständig zu verteidigen und wiederherzustellen, dass das eben vollständig vom Selbstverteidigungsrecht erfasst ist und dass damit, und das ist, denke ich, wichtig im Kopf zu behalten, nicht nur der ukrainische Staat als abstraktes Konstrukt geschützt wird, sondern eben auch das Volk und die Bevölkerung, die dahinter stehen und das Selbstbestimmungsrecht des ukrainischen Volkes. Und diese Reichweite von Souveränität und Selbstverteidigungsrecht, denke ich, sind zentral als Ausgangspunkt für mögliche Friedensverhandlungen, die eben immer abhängig sind und geleitet sein sollten von Freiwilligkeit auf Seiten der Ukraine. Und damit möchte ich es dann für den Anfang auch schon belassen, um nicht zu viel Zeit einzunehmen. Und ich denke, man sieht ja schon, dass es
ein rechtliches Spannungsfeld gibt in der Friedensfindung und der Durchsetzung der Völkerrechtsordnung, was möglicherweise auch nicht immer ganz aufgelöst werden kann. Dankeschön. Ja, danke sehr, Herr Reetz. Und ich gebe direkt weiter an Herrn Professor Theimann. Schön, dass Sie bei uns sind. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, vielen Dank, Herr Mielke. Vielen Dank für die Einladung. Und auch vielen Dank für das Wiedersehen mit Herrn Reetz, der vor einigen Jahren bei mir in Bonn studiert hat. Also von dem her bringt uns diese Veranstaltung zusammen. Mein Eingangsstatement wird auch die beiden Aspekte beleuchten. Einmal die völkerrechtlichen Aspekte des Konfliktes selbst und dann die völkerrechtlichen Aspekte eines zukünftigen Friedens. Ich stimme mit dem, was Herr Reetz gesagt hat, überein, möchte aber einige Punkte noch einmal herausstellen. Bei all unserer Diskussion dürfen wir nie vergessen, dass es sich bei dem russischen Angriff auf die Ukraine um einen Akt der Aggression handelt, der als solches völkerrechtswidrig ist. Wir sollten auch nicht vergessen, dass diese Aggression nicht am 24. Februar diesen Jahres begann, sondern diese Aggression begann bereits im Jahre 2014. Die Invasion im Februar diesen Jahres war lediglich ein weiterer Akt der Aggression. Die Aggression Russlands gegen die Ukraine scheint auf der einen Seite das Völkerrecht in Frage zu stellen, scheint es ins Wanken zu bringen. Ich sehe das anders. Ich denke, dass der russische Angriffskrieg, die russische Aggression insgesamt das Völkerrecht sogar stärkt. Es schwächt es nicht, es stärkt es, denn wir haben gesehen, dass die Staaten in bereits drei Resolution der UN-Generalversammlung mit Mehrheiten von 140 Staaten diese Aggression verurteilt haben. Ein anderer Aspekt, der in der deutschen Öffentlichkeit immer wieder eine Rolle spielt, ist der der Waffenlieferungen. Waffenlieferungen an ein Opfer der Aggression sind völkerrechtlich zulässig. Sie machen den waffenliefernden Staat völkerrechtlich nicht zur Kriegspartei. Ein russischer Angriff auf einen waffenliefernden Staat wäre deshalb ebenfalls ein Akt der Aggression. Was wir bei unserer Diskussion auch nie aus den Augen verlieren dürfen, ist, dass wir im Völkerrecht zwischen dem Recht zum Krieg, dem Jus ad bellum, und dem Recht im Krieg, dem Jus in bello, unterscheiden. Die Völkerrechtswidrigkeit der russischen Aggression bedeutet deshalb nicht zwangsläufig, dass einzelne russische Kriegshandlungen völkerrechtswidrig sind. Ich komme zum zweiten Punkt, die völkerrechtlichen Aspekte eines zukünftigen Friedens. Eine völkerstrafrechtliche Verfolgung des Aggressionsverbrechens vor dem Internationalen Strafgerichtshof ist nicht möglich. Es ist lediglich möglich, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Ukraine zu verfolgen. Russland ist dennoch für alle durch die Aggressionshandlungen verursachten Schäden verantwortlich und zur Wiedergutmachung einschließlich von Schadensersatz verpflichtet. Dies bedeutet aber nicht, dass wir jetzt einseitig russisches Staatsvermögen im Ausland, insbesondere im westlichen Ausland, einziehen könnten, sozusagen zur Wiedergutmachung des Schadens. Dies würde ebenfalls einen Völkerrechtsverstoß darstellen. Gleiches gilt für die einseitige Einziehung russischen Privatvermögens. Diesem stehen sehr hohe Hürden sowohl menschenrechtlicher Art als auch investitionsschutzrechtlicher Art entgegen. Und der letzte wohl wichtigste Punkt ist, dass nach Völkerrecht eine Lösung des Konflikts nach dem Prinzip Frieden gegen Gebiet grundsätzlich unzulässig ist. Das Völkerrecht schreibt vor, dass ein sich aus der Aggression ergebender Gebietserwerb oder besonderer Vorteil nicht rechtmäßig ist
und nicht als rechtmäßig anerkannt werden darf. Damit auch von mir schon zu Ende, sodass wir jetzt in die Diskussion einsteigen. Ja, vielen Dank. Es ist ja so, das nehme ich so als meine erste Nachfrage an Sie beide, dass die evangelische Friedensethik von einem sehr hohen Zutrauen zum Recht geprägt ist. Die EKD-Friedensdenkschrift 2007 denkt die internationale Friedensordnung als Rechtsordnung. Und das ist in diesem besonderen Begriff des gerechten Friedens, im ökumenischen Kontext sieht das etwas anders aus, aber ist in diesem besonderen Kontext ganz zentral. Wie ist das, wenn wir einem Akteur gegenüberstehen, der sich grundsätzlich aus der Rechtsgenossenschaft verabschiedet hat? Wie kann dem gegenüber das Recht durchgesetzt werden? Und beschädigt das dann nicht die Vorstellung einer funktionsfähigen, alle Akteure verbindenden Rechtsordnung? Kommen wir da mit der Rechtsförmigkeit weiter oder ist es am Ende dann doch machtbasiert, wie der Aggression widerstanden werden kann? In der Summe ist eigentlich dieser Grundgedanke Frieden durch Recht auch in der Zukunft leistungsfähig? Können wir evangelische Friedensethik weiter auf ihn bauen? Frage an Sie beide, wer mag beginnen. Dann mache ich gerne vielleicht wieder den Anfang. Und im Prinzip, glaube ich, kann ich da mich auch dem anschließen, was Herr Thalmann gerade schon betont hat, dass wir zwar hier auf der einen Seite einen Rechtsbruch sehen, gleichzeitig aber auch zumindest eine mögliche Stärkung des Völkerrechtsregimes. Und ich denke, dass man sich da vergegenwärtigen sollte, dass insbesondere das Völkerrecht, wahrscheinlich eigentlich jedes Recht, aber insbesondere das Völkerrecht, immer durch ein Spannungsverhältnis von Recht und Macht gekennzeichnet ist. Und dass wir hier einen recht mächtigen Akteur haben, der klar gegen zentrale Normen verstößt, ist insofern leider aber eigentlich nichts Besonderes. Der russische Angriffskrieg ist natürlich in den letzten Jahrzehnten auch nicht der erste Verstoß gegen das Gewaltverbot. Und so dramatisch auch vorherige Verstöße gegen das Gewaltverbot schon waren, trotzdem funktioniert mehr oder weniger die Völkerrechtsordnung weiterhin. Und ich glaube, dass sie das auch nach dem jetzigen tun wird. Und wir sehen eben, dass das Völkerrechtssystem hier gewisse Umwege, Auswege zu finden weiß, um beispielsweise über eine Blockade des UN-Sicherheitsrates hinwegzukommen, wo wir eben sehen, dass natürlich die Machtposition Russlands ganz dramatische Folgen hat und auch problematische Folgen für die Struktur des Völkerrechts, gleichzeitig aber beispielsweise durch eben die schon angesprochenen Resolutionen der Generalversammlung hier auch Wege um eine solche Blockade herum gefunden werden können und auch angelegt sind im Völkerrecht, sodass, glaube ich, natürlich Probleme bestehen, gleichzeitig das aber nicht dazu führen muss oder sollte, dass ein grundlegendes Vertrauen in das Völkerrechtsregime hier in Frage gestellt werden muss. Ja, danke, Herr Professor Thalmann. Ja, vielen Dank. Frieden durch Recht. Vor vielen Jahren war ich schon einmal involviert an der evangelischen Friedensethik und ich habe das Ergebnis des damaligen Prozesses nie ganz verstanden, Frieden durch Recht. Ich halte Frieden durch Recht damals wie heute für sehr blauäugig. Es schafft uns ein sanftes Ruhekissen. Es hilft uns, die wirklich drängenden Fragen unbeantwortet zu lassen. Wir hoffen auf Frieden durch Recht. Aber ich habe damals schon argumentiert, dass wir das Recht hier überfrachten, wenn nicht sogar überfordern. Durch Recht wird kein Frieden geschaffen. Wenn Frieden einmal gebrochen wird, wird Frieden wiederhergestellt durch Macht, durch Einsatz von Sanktionen, durch Einsatz von Gewaltmitteln. Das Recht kann einen einmal erreichten Frieden temporär sozusagen in rechtliche Formen gießen. Aber auch die rechtlichen Formen bieten keinerlei Gewähr dafür, dass der Frieden nicht wieder gebrochen wird. Das Recht als solches ist kein
Zwangsinstrument. Es ist keine Zwangsjacke, die den Frieden garantiert. Deshalb ist Recht immer nur ein Mittel, um eine derzeitige Friedensordnung festzulegen, zu normieren, bis zu deren nächstem Bruch, würde ich sagen. Ja, vielen Dank. Im Chat kam gerade eine Frage, was Rainer Anselm gerade in seinem Vortrag sagte. Wir haben das seit Februar vielfach auch gemeinsam bewegt. Diese Vorstellung, dass es die eine homogene internationale Rechtsordnung gibt, steht so an der Grundlage der EKD-Friedensdenkschrift 2007. Nicht nur der jetzige Aggressor fordert diese Vorstellung heraus, sondern wir haben ja auch ganz starke Anfragen aus dem globalen Süden. Ist diese homogene internationale Rechtsordnung nicht eigentlich ein Projekt des Westens? Wir staunen ja manchmal, dass aus dem globalen Süden doch eine große Reserve uns entgegenschlägt, die russische Aggression wirklich zu verurteilen, Sanktionen mitzutragen. Rainer Anselm sagte, wir müssen grundsätzlich die Rechtsordnung pluraler denken und müssen wohl auch unseren Rechtsbegriff, den wir in der Friedensethik verwenden, stärker darauf einstellen. Er forderte einen Minimalismus der Rechtsordnung, die ein bloßes Koordinierungsinstrument sein müsste. Wie würden Sie das bewerten? Ist die Vorstellung der einen homogenen Rechtsordnung obsolet geworden und wir müssen sozusagen das viel stärker runterskalieren? Herrn Thalmann habe ich gerade ein bisschen so verstanden, dass er sagte, eine gewisse Skepsis auch, was die Rechtsdurchsetzung betrifft. Wie würden Sie das bewerten? Also ich würde dem zum Teil zustimmen und zum Teil widersprechen, sagen wir mal. Auf der einen Seite ist es richtig und meines Erachtens auch sehr wichtig zu sehen, dass die Völkerrechtsordnung von Anfang an ein durch Macht geprägtes und vor allem durch westliche Macht geprägtes Projekt war. Und insofern war es nie vollständig eine wirklich universal und gleich geprägte Rechtsordnung. Das, denke ich, ist sehr wichtig zu sehen und auch anzuerkennen. Gleichzeitig bedeutet es meines Erachtens aber nicht, dass wir zwingend zu einer puren Organisation und Koordination der Koexistenz gehen müssten, in der verschiedene Rechtsordnungen anerkannt werden. Und zwar ist es meines Erachtens vielleicht eher gegenläufig wichtig anzuerkennen, dass historisch das Völkerrecht natürlich eine durchaus sehr einseitige Prägung hat, dass diese Prägung aber nicht in Stein gemeißelt ist und dass sie aufgehoben werden kann und dass das Völkerrecht inhaltlich durch eine stärkere Kooperation geprägt werden kann und auch geprägt werden sollte, die beispielsweise Interessen des globalen Südens stärker berücksichtigt und diese Positionen auf Augenhöhe sieht. Und meines Erachtens ist das etwas, was momentan auch über den Konflikt in der Ukraine hinaus sehr bedeutsam ist durch Herausforderungen wie zum Beispiel den Klimawandel, sehen wir natürlich eine Notwendigkeit zu globaler Zusammenarbeit und auch zur Anerkennung von sehr vulnerablen Positionen im globalen Süden, historischen Verantwortung im globalen Norden. Gleichzeitig denke ich aber, sind das Entwicklungen, wenn diese ernst genommen werden, die dann auch das Potenzial haben, rückläufig eine größere Solidarität oder zumindest eine Übereinstimmung in der Rechtsordnung zu finden. Und wir sehen momentan in der Zurückhaltung im globalen Süden, in der Unterstützung der westlichen Reaktion auf den russischen Angriffskrieg, denke ich, eine Konsequenz davon, dass bisher eben Interessen primär des Westens im Vordergrund standen und hier sich für viele andere Länder die Frage stellt, weshalb das denn abgesehen von Nahrungsmittelketten für sie überhaupt so wichtig sein solle. Ja, ich denke, dass wenn wir von einer Rechtsordnung sprechen, wir durchaus natürlich von einer universellen Rechtsordnung sprechen im Blicke auf das Völkerrecht. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass sich derzeit Rechtsordnungen herausbilden. Das mag eine westliche Sicht sein, denn wir sehen
andere Rechtsansicht. Ich glaube, unser großes Problem im Westen ist, dass wir von unseren Vorstellungen ausgehen und diese in die Rechtsordnung hinein projizieren. Wir denken, unser Recht, unsere Vorstellung von Recht sei die internationale Rechtsordnung. Das ist ein sehr ein Verständnis, das an das 18., 19. Jahrhundert, an das europäische Völkerrecht anknüpft. Es ist ein sehr imperiales Völkerrecht, ein imperialistisches, würde ich sogar sagen. Ich glaube, unser Problem ist, dass wir nicht bereit sind zu akzeptieren, dass viele Staaten auf der Welt andere Ansichten haben als dieser Club von 35 westeuropäischen, nordamerikanisch ausgerichteten Staaten. Und wir blenden dies in unserer Diskussion meist aus. Sie haben gesagt, ich bin ja auch Barrister und vertrete auch Staaten, die nicht sehr hoch im Kurs stehen, wie Myanmar oder Sudan, Nigeria und andere. Und wenn ich mit diesen Staaten und den Regierungen dort zusammenarbeite, dann sehe ich, dass das Verständnis von Völkerrecht, von Menschenrechten, von Souveränität ein ganz anderes ist als das, was ich meinen Studenten in Bonn erzähle. Das sind andere kulturelle Hintergründe, andere Erfahrungen und deshalb auch andere Rechtsansichten. Wir haben im Völkerrecht eine Entwicklung gesehen, die ging von Völkerrecht als Koordinierungsinstrument zu in den 1960er Jahren Völkerrecht als Kooperationsinstrument und in dem schönen englischen Dreiklang zu bleiben von Coordination, Cooperation, jetzt in einem dritten Schritt zu Co-Progressiveness. Das lässt sich im Deutschen nicht so schön übersetzen, sodass das Co auch irgendwie drin vorkommt. Aber das sollen so nach unserer Vorstellung die drei Entwicklungsstufen des Völkerrechts sein. In weiten Bereichen ist das Völkerrecht aber immer noch reines Koordinierungsinstrument. Wir wollen das natürlich als Instrument haben, das uns zu gemeinsamen Fortschritt bringt, wie Herr Reetz richtig gesagt hat, in drängenden Fragen wie Klimawandel, Ernährungssicherheit, müssen wir miteinander kooperieren. Aber auch hier sollten wir uns keine Illusionen hingeben. Wir müssen ja nur die Klimaverhandlungen jetzt in Ägypten im Moment gerade wieder beobachten, um zu sehen, dass das Völkerrecht nicht unbedingt ein Instrument der Co-Progressiveness ist, sondern wir müssen Glück haben, dass wir es als Koordinierungsinstrument wirksam einsetzen können. Also von dem her Völkerrecht weiterhin als eine Ordnung, aber vielleicht in Zukunft sollten wir sie weniger westlich denken und mehr universell. Diesmal geht es um die Politik. Und ich möchte Ihnen die zwei Diskutanten vorstellen. Dr. Ute Fink-Krämer studierte Mathematik mit Nebenfach Physik an den Universitäten Erlangen-Tübingen. Und dort promovierte sie auch als Dozentin und arbeitet dann schließlich eben als Dozentin in der Erwachsenenbildung. Sie ist seit 2001 Referentin im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung und von September 2013 an zog sie bis 2018 in den Bundestag ein und dort war sie Obfrau der SPD im Unterausschuss für zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln und stellvertretende Vorsitzende des Unterausschusses Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung und zusätzlich war sie ordentliches Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und sie ist eben Mitbegründerin des Bundes für soziale Verteidigung und hat bis heute dort auch verschiedene Ämter inne. Herzlich willkommen. Dann möchte ich Ihnen Herrn Andreas Heinemann-Grüder vorstellen. Er ist Professor an der Universität Bonn und wuchs als Sohn des Pfarrers Kurt-Jürgen Heinemann-Grüder, der vielleicht den einen oder anderen von Ihnen bekannt ist, in Gramslow bei Prenzlau aus und auf und 1975 siedelte er mit seiner Familie in die Bundesrepublik Deutschland über. Nach dem Studium der Geschichte und Politik an der Freien Universität Berlin arbeitete Herr Heinemann-Grüder zunächst als Journalist und machte sein zweites Staatsexamen für die Sekundarstufe 2
Anschließend promovierte er an der Moskauer Lomonossow-Universität mit einer Arbeit zur sowjetischen Politik im arabischen-israelischen Konflikt. Danach folgten Stationen am Berghoff-Institut für konstruktive Konfliktbearbeitung in Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und verschiedenen Universitäten in den USA. Herr Heinemann-Grüder hat 1999 dann habilitiert mit einer Arbeit zum russischen Föderalismus und seitdem ist er vor allen Dingen in Bonn tätig, vor allen Dingen für das Bonn International Center for Conversion, dem späteren Bonn International Center for Conflict Studies. Von 2007 bis 2010 war er Mitherausgeber des Friedensgutachtens und seit 2006 ist er eben auch an der Rheinisch-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn tätig. Zwischendurch war er noch von 2010 bis 2012 Leiter der Akademie für Konflikttransformation im Forum Ziviler Friedensdienst. Ja, herzlich willkommen. Und ich möchte Sie wieder bitten, wenn möglich, Ihre Kameras und Mikrofone auszuschalten, damit wir uns konzentrieren können auf die Referentinnen und Referenten in diesem Falle und möchte Frau Fink-Krämer zu Anfang das Wort geben. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir kurze Statements am Anfang jeder geben und dann ins Gespräch einsteigen. Frau Fink-Krämer. Ja, vielen Dank auch für die Einführung. Ich muss immer, wenn das erwähnt wird, einmal kurz sagen, ich spreche natürlich nicht für das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, sondern spreche strikt in meinen friedenspolitischen Ehrenämtern beziehungsweise als ehemalige Bundestagsabgeordnete. Und ich möchte anfangen mit einer Vorbemerkung. Es gab hier in Berlin in den 90er Jahren mal eine Ausstellung, die hieß auf Deutsch »Krieg trifft jeden ins Herz«. Und das ist mir jetzt immer wieder in den Kopf gekommen, denn wir sind alle emotional betroffen von diesem Krieg. Gleichzeitig haben wir die Situation, dass die Diskussion um Waffenlieferungen fast alles andere dominiert, oft mit hoher Moralisierung des Themas und mit einer erheblichen Überschätzung, wie entscheidend deutsche Waffenlieferungen in diesem Krieg überhaupt sein könnten. Und das, was Politik in einer veränderten Lage machen muss, ist immer als erstes eine Analyse. Dazu gehört die Antwort auf die Frage, warum ist von Putin der seit 2014 im Osten der Ukraine schwelende Krieg zum vollen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine eskaliert worden? Was haben wir da übersehen? Da gibt es diverse Antworten, die im Augenblick gegeben werden. Russland als revisionistische Macht. Die russische Regierung ist auf einer hohen Konflikteskalationsstufe geopolitisch gesehen und ist bereit, dem eigenen Land zumindest wirtschaftlich zu schaden, was wir alle nicht wirklich einkalkuliert hatten. Wir haben dort einen autoritären Präsidenten mit einem gewissen Realitätsverlust. Wir haben in Russland eine Fehlwahrnehmung des Westens als politisch schwach und zerstritten. Und wir haben gleichzeitig sowohl in Russland als auch interessanterweise im Westen eine Überschätzung der Stärke der russischen Armee gehabt. Dann gehört zur Analyse dazu, das, was schon angesprochen wurde, wie sehen eigentlich andere Staaten, insbesondere außerhalb Europas, diesen Krieg als innereuropäische Angelegenheit, als Folge des geopolitischen Konfliktes zwischen Russland und den USA oder, was im Einzelnen auch schon passiert ist, als Dekolonialisierungskonflikt, denn man darf ja nicht vergessen, Russland war zu Zarenzeiten eine große Kolonialmacht, bloß dass die Kolonien eben nicht auf einem anderen Kontinent lagen, sondern in der direkten Umgebung. Und im Grunde kann man auch Parallelen sehen zu Dekolonialisierungskonflikten. Dann natürlich die Frage, wer unterstützt Russland, wer unterstützt die Ukraine, wer bleibt und dann aus welchen Gründen neutral im Augenblick. Wer hat gegebenenfalls ein Interesse daran, dass Russland den Krieg nicht verliert und konterkariert daher Aktivitäten, die darauf ausgerichtet sind, dass Russland den Krieg verliert? Bei allen Aktionen, die politisch getroffen werden, dazu gehören Sanktionen, dazu gehören aber eben auch politische Erklärungen, Waffenlieferungen, was auch immer, ist die Frage, welche Gegenaktionen der russischen Regierung sind zu erwarten oder zu befürchten. Dann immer auch die Frage, wie könnte überhaupt eine zukünftige Friedensordnung aussehen? Wäre das einfach der Status quo ante und dann, wenn ja, welcher?
immer auch die Frage, wer hat ein Interesse daran, den Krieg zu beenden. Dann Frage nach Handlungsspielräumen, Ansatzpunkten für Diplomatie und so weiter. Ja, ich habe dann aber noch einen Punkt für den ersten Input, was wir aktiv tun können. Und da spreche ich natürlich auch eben als Mitglied des Bundes für soziale Verteidigung und als Co-Vorsitzende der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung. Genannt worden ist schon, Geflüchtete aufzunehmen, Sanktionen, die Verurteilungen in der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Noch nicht genannt, aber wichtig, die Dokumentation von Kriegsverbrechen. Und dann auch noch nicht genannt, die Unterstützung für alle, die sich nicht an diesem Krieg beteiligen wollen. Und zwar egal aus welchen Gründen und egal, wo sie herkommen und wo sie sich aktuell aufhalten. Das betrifft in erster Linie aber nicht nur Kriegsdienstverweigerer und Deserteure. Und das betrifft auch nicht nur Kriegsdienstverweigerer und Deserteure aus Russland, sondern auch aus Belarus und aus der Ukraine. Dann natürlich die Frage, immer wieder Suche nach diplomatischen Ansatzpunkten. Es gab einzelne Sachen, die funktioniert haben. Da kann man analysieren, warum die funktioniert haben. Dazu gehört in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes der Austausch von Kriegsgefangenen. Dazu gehörte, vermittelt von der Türkei, aber auch mit Unterstützung der Vereinten Nationen, das Öffnen von Odessa als Hafen für ukrainische Exporte, insbesondere aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Dazu gehörten die Absprachen mit der IAEO, um einen Störfall, einen schwerwiegenden Störfall im Kernkraftwerk Saporischschja zu verhindern. Also kann man da gucken, was kann da im Rahmen welcher internationalen Organisation noch eventuell gemacht werden. Ja, was aus meiner Sicht, aber da möchte ich ausdrücklich nicht moralisch argumentieren, sondern das ist meine persönliche Sicht. Ich sehe Probleme in Deutschland mit Waffenlieferungen, jedenfalls wenn es eben Angriffswaffen sind. Und mit der Ausbildung an derartigen Waffensystemen würde auch strikt zurückweisen, die Forderungen aus der Ukraine, endlich Panzer zu liefern oder weitere schwere Geschütze. Und was genauso problematisch aus meiner Sicht ist, ist ohne eine vernünftige Analyse, welche Bedrohung eigentlich für Deutschland und die NATO besteht, eine massive Aufrüstung der Bundeswehr und der NATO, was notwendig zulasten anderer wichtiger Politikfelder geht. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Professor Heinemann-Grüder. Ich hoffe, man hört mich. Ja. Vorbemerkung, ich denke, wir dürfen den Preis der eigenen Ethik nicht anderen aufhalsen. Das heißt, wenn der Preis unseres eigenen Verhaltens von anderen zu tragen ist, dann ist das ethisch nicht vertretbar. Man kann also nur eine Ethik fordern, die man selber anstelle der sagen, Opfer auch praktizieren würde. Ich denke, wir müssen den Krieg vom Ende her denken. Das heißt, wie könnte ein Frieden nachhaltig aussehen? Das erste ist Rückkehr zum territorialen Status quo, mindestens vor dem 24.02. Wir brauchen Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die sich unterscheiden von dem, was es nach dem Budapester Abkommen 1994 oder nach 2015 gegeben hat. Das heißt, es muss auch ein durchsetzungsfähiger Frieden sein. Russland muss Reparationen zahlen. Es muss das Recht auf Rückkehr geben, auch Reintegration. Man wird künftig die Kontaktlinie, die russisch-Ukraine, international überwachen müssen, möglicherweise mit chinesischer Beteiligung. Man wird meines Erachtens auch die Sanktionen bis zur Erfüllung der Forderungen eines Friedensabkommens aufrechterhalten müssen, also nicht als Vorleistung, sondern in Abhängigkeit der Erfüllung. Meines Erachtens muss es auch eine rechtliche Aufarbeitung geben. Dazu vielleicht noch die kurze Bemerkung. Ich denke nicht, dass es östliche, südliche und westliche Menschenrechte gibt, sondern es gibt
die Menschenrechtskonvention und die hat nichts Imperialistisches oder Westliches an sich. Auch das Verständnis von Aggression ist nicht östlich, westlich, nördlich, südlich, myanmarisch, sudanesisch oder türkisch, sondern das steht in der UN-Charta drin und auch in der Charta von Paris gibt es sozusagen international anerkannte Normen des Völkerrechts, die nicht infolge eines westlichen Oktrois zustande gekommen sind, sondern einer Abstimmung unter denjenigen, die das unterzeichnet haben. Insofern warne ich davor, sozusagen das in einen pluralen Frieden aufzulösen, so als ob es sozusagen den Frieden der Autokraten und Imperialisten gibt und dann gibt es noch den Frieden der Pazifisten und das kann so koexistieren. Meines Erachtens muss Russland in eine Situation gebracht werden, wo es vor die Wahl gestellt ist, die einerseits sozusagen ein Diktatfrieden à la Versailles ist oder Potsdamer Abkommen oder ein Frieden vergleichbar dem von Brest-Litovsk von 1918, wo Lenin dem Trotzki sagte, du wirst alles unterschreiben, weil es geht um den Erhalt der Macht in St. Petersburg. Und insofern wirst du große Kompromisse machen. Wir müssen von der sozusagen expansionistischen Agenda im Interesse des eigenen Machterhaltes absehen. Das wiederum bedingt, dass Russland militärisch erheblich geschwächt sein muss und dass die Friedenspartei, also diejenigen, die sagen, wir folgen dem Kurs nicht mehr in Russland, gestärkt werden muss. Da können wir auch noch weiter drüber sprechen. Letztlich wird es meines Erachtens nur zu einem nachhaltigen Frieden kommen, wenn Russland ein europäischer Nationalstaat wird. Das heißt, infolge dieses Krieges nicht mehr sich als Imperium oder Kolonialmacht versteht, sondern als ein Staat, der ein Image und auch ein Selbstverständnis hat, das seiner tatsächlichen Macht entspricht. Russland hat ein Bruttosozialprodukt, das etwa zwischen den Niederlanden und Italien liegt. Und trotzdem denken wir immer, es müsste noch behandelt werden, als ob es, also als ob wir sozusagen das Selbstbild der Russen als Imperium ernst nehmen müssten und dass die Voraussetzung dafür wäre, dass wir mit ihm Frieden schließen können. Meines Erachtens wird das nicht mehr möglich sein. Russland muss den Abstieg sozusagen vom imperialen Olymp genauso praktizieren, wie das andere Großmächte auch gemacht haben. Und je früher es es tut, umso friedfertiger wird es. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Für mich stellt sich jetzt die Frage, wenn wir gerade auch im Hinblick auf die Diskussionen, die ja vorher stattgefunden haben, was tun wir politisch im Hinblick auf eine Situation, in der ja praktisch das Recht im Moment nicht durchsetzbar scheint, jedenfalls nur in Ansätzen. Das läuft ja dann auf eine politische Machtbildung und Machtblöckebildung hinaus. Was bedeutet das für das konkrete Geschehen und für die Konsolidierung einer möglichen Friedensordnung? Vielleicht Sie zuerst, Frau Finkkrämer. Also ich habe ja gerade versucht, zumindest zu skizzieren, dass manche Dinge machbar sind, auch während jetzt im Sinne des Recht, im Sinne von Verbot des Angriffskriegs, was ja dann auch impliziert, wenn man einen begonnen hat, muss man ihn eigentlich in jeder Minute wieder beenden, dass das nicht durchsetzbar ist, dass es andere Dinge gibt, die durchsetzbar sind, ne? Und dazu gehört aus meiner Sicht eben das, was auch quasi in einer Frage drin steht, ne? Forderungen an die Bundesregierung, diplomatische Bemühungen zu verstärken, dass man eben guckt, alles das, wo Recht noch eingehalten wird, da eben zumindest im Hintergrund mit hinzuwirken, dass Diplomatie betrieben wird, dadurch, dass die Bundesrepublik sich eindeutig auf die Stelle der Ukraine gestellt hat, auch mit Waffenlieferungen, ist sie im Augenblick kein neutraler Mediator, kann sie nicht sein, aber sie kann im Hintergrund unterstützen. Ein Thema, was noch nicht angesprochen ist, was eben was Russland hervorhebt von anderen Staaten gleicher Wirtschaftskraft, ist, dass es eine der beiden großen Atommächte ist und deswegen meint, daraus Sonderrechte ableiten zu können, genauso wie aus dem Status als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates.
Auch da kann man im Hintergrund diplomatisch aktiv werden, kann also den parallelen Konflikt, wo Russland gerne von den USA auf Augenhöhe wahrgenommen werden will, um nukleare Abrüstung und Rüstungskontrolle versuchen, im Hintergrund durch Beratung und durch trilaterale Diplomatie da vorwärts zu kommen. Dann fällt es Russland vielleicht irgendwann auch leichter von seinem Revisionismus in Bezug auf die Ukraine und übrigens auch Belarus und die Kaukasusstaaten wieder runterzukommen, ne? Wenn da diplomatisch an das angeknüpft wird, was noch hält. Und was ich ein gutes Zeichen finde, ist, dass eben die Inspektionen für den New Start-Vertrag wieder aufgenommen werden sollen. Und gleichzeitig muss man eben auf das gucken, was realistisch ist. Ich halte übrigens chinesische Peacekeeper nicht für wahrscheinlich, aber man kann in Ruhe gucken, welche Staaten auch als neutral gelten. Ich halte eher indische für realistisch, aber das sind dann auch Detailfragen. Versailles und Brest-Litovsk halte ich beides für schlechte Beispiele. Ich hoffe, dass wir mit dem, was wir aus beiden Friedensschlüssen gelernt haben, auf klügere Lösungen kommen. Eine Lösung könnte sein, tatsächlich sowas wie unter OSZE-Kontrolle eben stattfindende Abstimmungen in den betreffenden Gegenden beziehungsweise unter den Bürgerinnen und Bürgern, die in den entsprechenden Gegenden 2014 im Januar oder Februar gelebt haben, zu veranstalten. Aber das ist nur eine Idee. Ich glaube, da muss die Ukraine mit herangezogen werden, um Ideen zu entwickeln und auch die Menschen, die eigentlich am schlimmsten unter dem Krieg gelitten haben, weil sie nämlich entweder bei der Annexion der Krim oder bei dem von Russland mitgesteuerten Bürgerkrieg, der zu diesen Donbass-Separatisten-Republiken geführt haben oder eben jetzt in den annektierten und unter russischer Besatzung leidenden Gebieten leben, die müssen mitgefragt werden, wie über ihre Zukunft entschieden wird. Das können wir nicht über ihren Kopf hinweg versuchen zu machen. Vielen Dank, Herr Professor Heinemann-Grüder. Man kann sich fragen, unter welchen Bedingungen wird in Russland eine Friedenspartei entstehen? Wir können natürlich alle möglichen Kräfte unterstützen, die zum anderen Russland gehören, auch Exilregierungen und so weiter. Aber letztlich wird es meines Erachtens nur zu einem Einlenken kommen, wenn die russische politische Elite im Sicherheitsrat vor der Wahl steht, Frieden oder Machterhalt zu Hause. Und insofern kann man natürlich von der Rückkehr zur OSZE reden. Die OSZE seit 2014 hatte überhaupt keine Durchsetzungsmacht. Das war eine Beobachtungsmission. Der Frieden war überhaupt kein Friedensbruch, kein Waffenstillstandsbruch, war sanktionierbar. Insofern müssen wir die Lehren auch aus dem Scheitern der OSZE-Mission ziehen und können nicht einfach sagen, weiter so wie in den letzten 8 Jahren. Meines Erachtens wird China eine zentrale Rolle spielen bei einer Mandatierung und vielleicht auch als eine Garantiemacht. Ob sie eine zentrale Rolle bei den Friedenstruppen spielen wird, jedenfalls müssen die gemischt sein und es dürfen auch keine westlichen oder NATO-Truppen sein, um da keine falschen Vorstellungen von einem Diktatfrieden aufrechtzuerhalten. Wir müssen auch gucken, dass wir den globalen Süden dafür gewinnen. Und ich glaube, dass der Stern Russlands im Subsahara-Afrika schon am Sinken ist, weil sie mit ihren privaten Militärfirmen eher dazu beitragen, dass noch mehr Islamisten entstehen und sie nur die Autokraten, aber nicht die Menschen schützen. Auch der Stern Chinas ist nicht mehr so hell am Leuchten im globalen Süden. Also ich sehe da durchaus Ansatzpunkte. Ich bin auch ganz der Ansicht, dass wir Rüstungskontrolle
wieder beleben müssen. Auch all das, was so vertrauensbildende Maßnahmen genannt wird, wir haben das sträflich vernachlässigt, nicht erst seit 2014, sondern im Prinzip seit 1999 haben wir gedacht, das ist eine Quantité negligeable, weil wir den KSE-Vertrag von Istanbul 1999 nie in der NATO ratifiziert haben. Das ist mit einer der Voraussetzungen dafür. Den Luxus können wir uns künftig meines Erachtens nicht mehr leisten. Jetzt gibt es im Chat einiges an Bewegungen und auch vor allem Widerspruch gegen insbesondere das, was Sie gesagt haben, Herr Heinemann-Grüder. Dazu gehört auch die Frage, warum China denn gerade bei der Friedenssicherung eine besondere Rolle spielt. Ein anderer Aspekt ist zum Beispiel der, dass der Frieden von Brest-Litovsk hier als schlechtes Beispiel genannt wird. Vielleicht können Sie ja noch mal kurz darauf eingehen. Die Frage ist die, wen wird Russland akzeptieren? Da Sie den Westen, die NATO als Konfliktpartei sehen oder Inbegriff des Satanismus, werden Sie natürlich bei China eine ganz andere Haltung haben. Und sei es auch nur, dass ein chinesisches Truppenkontingent mit beteiligt ist, ob wer jetzt Kommandeur wird und weiter, das kann auch rotierend sein. Auf jeden Fall denke ich, die Garantien, die infolge eines solchen Friedensabkommens im Unterschied zu 2015 und Normandie-Format gefunden werden müssen, da muss eine sozusagen eine Partei beteiligt sein, vor der Russland höchsten Respekt hat. Das heißt, wo die Verletzung des von einem Waffenstillstand unmittelbare Folgen für seine strategische Position hätte. Insofern kommt hier China ins Spiel. Frage ist die, ob die Amerikaner sich mit den Chinesen einigen können oder ob sie eigentlich, die Chinesen sagen, naja, solange Ukraine-Krieg stattfindet, werden die Amerikaner sich nicht im Pazifischen Ozean engagieren, also wir sind die lachenden Dritten, oder ob man erkennt, dass es eigentlich auch einen Common Ground gibt und vielleicht sogar die Kooperation der Amerikaner und der Chinesen in Bezug auf Russland und die Ukraine ein Modell abgeben könnte, wie sie mit dem anderen, nämlich dem Taiwan-Konflikt, umgehen. Aber das sind so ein bisschen Dinge, wo meines Erachtens vielleicht mit Track 2 oder Track 3 Diplomatie Vorfeld erstmal eruiert werden muss. Ich sehe jedenfalls, dass die Chinesen nicht so eindeutig sind und sich selber Gedanken machen, wie sie aus dieser Nummer rauskommen und dieses Abwarten sie dauerhaft nicht befriedigt. Brest-Litovsk, ich denke, ein Diktatfrieden ist relativ unwahrscheinlich, also ein Versailles- oder Potsdamer Abkommen, auch wenn sich die Ukraine vielleicht wünschen würde. Auf der anderen Seite, Brest-Litovsk steht für den Fall, wo Trotzki und Lenin gegeneinander standen. Und meines Erachtens geht es darum, dass Putin vom Trotzkiisten zum Leninisten wird. Das heißt, sich dafür entscheidet, Realist zu werden und seine fundamentalistische Agenda, das ist jetzt alles ein bisschen mal weit hergeholt mit den Analogien, aber Putin muss von Fundamentalisten, von einem, der absolute Ziele verfolgt, zu einem werden, der relative verfolgt. Jo. Das habe ich mit den Stichworten Trotzki und Lenin habe ich das versucht zu illustrieren. Vielen Dank.